In den Pokémon-Spielen stellen die Top 4 die letzte Herausforderung für den Spieler dar, bevor er gegen den Champion der Region antreten kann. Und in den verschiedenen Medien des Franchises haben diese auch für gewöhnlich dieselbe Rolle. Denn genauso wie in den Spielen sind auch im Anime die Top 4 einfach hauptsächlich starke Trainer. Und die Charaktere aus dem Anime kämpfen auch hin und wieder gegen diese. In den Spielen kann man gegen die Top 4 antreten, wenn man den Großteil seiner Reise abgeschlossen hat. Das besteht entweder darin, Orden zu sammeln oder wie zum Beispiel auch in der 7. Generation die Inselwanderschaft abzuschließen. Und während von der 1. bis zur 4. Generation die Stärke der 1 zu 4 Mitglieder noch sehr stark schwankt, das heißt, ob man erst gegen den Schwächsten und dann gegen den Stärksten angetreten hat, war das ab der 5. Generation anders. Ab diesem Zeitpunkt kann man selbst entscheiden, wann man gegen welches Top 4 Mitglied antreten möchte, weswegen alle ungefähr die gleiche Stärke haben. Zuvor hatten die Top 4 auch immer ein Oberhaupt, von dem man gesagt hat, dass er die Top 4 anführt. Doch ab der 5. Generation ist auch das nicht mehr der Fall. Und anders als in den Spielen sind auch die Top 4 im Anime nie als ganze Gruppierung aufgetreten. Als Beispiel konnte man auch bereits in der allerersten Folge von Pokémon die Silhouette von Bruno erkennen. Und später kam er dann auch nochmal als richtiger Charakter ganz normal in der Serie vor. Ja, wie zuvor erwähnt, sind die einzelnen Mitglieder hin und wieder aufgetaucht, aber sie waren nie eine wirkliche Gruppe, die dann zusammen agiert hat. Doch das Ganze sieht im Pokémon-Manga tatsächlich sehr anders aus. Im Vergleich zum Anime oder auch zu den Spielen hat der Pokémon-Manga generell einen sehr anderen Ansatz, was die Handlung angeht. Viele Charaktere, die man für gut empfunden hat, sind tatsächlich böse oder auch andersrum. Und generell hat er einen sehr viel düsteren und erwachseneren Ton, was ihn aber unglaublich interessant zu lesen macht. Und eine der Änderungen im Manga betrifft die Top 4, welche dort die Gegner im Gelb-Arc darstellen. Die Top 4 kam das allererste Mal im Manga vor, als sie sich den Finalkampf der Pokémon-Liga zwischen Rot und Blau angesehen haben. Und nachdem Rot die Pokémon-Liga gewonnen hat, haben sie gerade auf ihn einen sehr großen Fokus gelegt. Das Ziel der Top 4 im Manga ist es nämlich tatsächlich, die Menschen auszulöschen, damit die Pokémon wieder mehr Lebensraum haben. Denn in ihren Augen zerstören die Menschen immer mehr die Natur, wodurch die Pokémon sehr leiden müssen. Und das allererste, was sie tun wollten, um ihren Plan in die Tat umzusetzen, war es, Rot kampfunfähig zu machen. Aus diesem Grund haben sie ihm eine Kampfeinladung geschickt, wo er gegen Bruno gekämpft hat. Bruno scheint das einzige Top 4 Mitglied zu sein, welcher nicht wirklich die gleichen Ambitionen verfolgt wie die anderen Top 4 Mitglieder. Sein einziges Ziel ist eigentlich, gegen starke Gegner anzutreten. Aus diesem Grund wollte er halt gegen Rot kämpfen. Nur stellte sich später heraus, dass Bruno nicht ganz der Herr seiner Sinne ist. Denn Agathe nutzt die Armreife von Bruno, um ihn zu kontrollieren. Das scheint sie auch bereits öfters gemacht zu haben und so konnte sie und Lorelei in den Kampf von Bruno und Rot eingreifen, wodurch sie Rot letztendlich einfach komplett hinterrücks eingefroren haben. Ich möchte noch betonen, sie haben ihn eingefroren, sie wollten ihn zu einer lebendigen Eisskulptur werden lassen. Also ihr Menschenleben ist denen wirklich nicht wichtig. Sie konnten auch alle Pokémon von Rot besiegen, außer sein Pikachu. Das war das einzige Pokémon, was fliehen konnte und das landete letztendlich bei Gelb. Gelb ist ein Mädchen, welches aus dem Vertania-Wald stammt und die Fähigkeit besitzt, mit den Pokémon zu kommunizieren. Das heißt, sie kann zum Teil ihre Gefühle spüren, ihre Gedanken lesen und sie auch gleichzeitig heilen. Und gemeinsam mit Pikachu macht sie sich auf die Reise, um Rot zu retten und die Top 4 aufzuhalten. Und im Laufe des Mangas trifft sie sowohl auf Verbündete, wie zum Beispiel Blau und auch Grün, aber auch mehrfach auf die Top 4 und auch auf Team Rocket. Die Top 4 weiß auch, dass Gelb das Pikachu von Rot hat und sie versuchen es ihr abzunehmen. Lorelei zum Beispiel hätte es auch beinahe geschafft, doch mit der Hilfe von Grün konnte Gelb entkommen. Lorelei ist auch ein Mitglied der Top 4, welche direkt von Agathe angeworben wurde. Agathe selbst war früher eine Kindheitsfreundin von Eich. Diese beiden waren auch tatsächlich im gleichen Forschungsteam. Doch nachdem dieser das Forschungsteam verlassen hat, um seinen Traum des Pokédex zu folgen und auch Agathe in der Pokémon-Liga im Finale besiegt hat, wurde sie stark verbittert und auch rachsüchtig. Unter anderem auch, weil sie finde, dass Eich sein Talent verschwendet. Und als sie auf Siegfried traf und er ihr erzählt hat, wie er eigentlich alles vernichten möchte, woran Eich glaubt, war sie direkt dabei und wollte ihm helfen. Wie gesagt, traf sie dann auch eines Tages auf Lorelei. Dabei half sie ihr, ihr Jurob zu heilen, welches durch das Kraftwerk sehr krank geworden ist. Und ab diesem Punkt war auch Lorelei davon überzeugt, dass die Menschen den Pokémon nichts weiter als Schaden zufügen. Und der beste Weg, um den Pokémon zu helfen, war es für sie, sich den Top 4 anzuschließen und gegen die Menschen zu kämpfen. Der gesamte Kampf gegen die Top 4 endet dann auf der Kamininsel, wo die Charaktere auf Sabrina, Koga und auch Major Bob treffen, welche ja eigentlich im Manga auch alle Teil von Team Rocket sind. Aber auch sie haben ein Problem mit der Top 4, weil sie nicht wollen, dass Kanto zerstört wird, weil sie wollen ja Kanto eigentlich erobern. Also ja, es ist quasi sowas wie, der Feind meines Feindes ist mein Freund. Und auf dieser Insel kämpft auch Gelb ein weiteres Mal gegen Siegfried. Wie bei den anderen Top 4 Mitgliedern auch, ist sie auch bereits zuvor auf Siegfried gestoßen. Und dort hat er bereits gezeigt, wie ernst ihm sein gesamtes Vorhaben ist.
Er hat nämlich die Kontrolle von einem Dragonir übernommen und hat eine gesamte Stadt zerstört. Er hat zwar gesagt, dass wahrscheinlich kein Mensch verletzt wurde, weil die vermutlich alle beim Surfwettbewerb waren, wo auch Gelb teilgenommen hat. Aber gleichzeitig sagt er auch, dass es durchaus möglich sein könnte, dass nicht alle dort waren und selbst wenn er Mensch verletzt hat, ihm das echt egal gewesen wäre. Während des Kampfes erfährt Gelb auch, dass Siegfried genau wie sie aus dem Vertania-Wald kommt. Denn auch Siegfried kann tatsächlich die Gefühle der Pokémon spüren und auch diese heilen. Und aus diesem Grund hat er auch so einen radikalen Weg gewählt. Er hat gespürt, wie sehr die Pokémon unter den Menschen leiden müssen und er wollte etwas dagegen tun. Er konnte einfach nicht mehr mit ansehen, wie die Pokémon, die er liebte, von den Menschen weiter misshandelt werden. Das ist halt der Unterschied zu Gelb. Sie hat zwar die gleichen Fähigkeiten wie Siegfried, doch möchte damit versuchen, eine bessere Welt für Menschen und Pokémon zu erschaffen. Es scheint auch so, als ob Gelb den Kampf gegen Siegfried eindeutig verlieren wird. Doch, tatsächlich, erscheint ein Charakter, mit dem vermutlich die wenigsten gerechnet hätten. Und zwar erscheint dann plötzlich Giovanni, um gegen Siegfried anzutreten. Zuvor im Rot- und Blau-Arc hat Rot Giovanni besiegt, wodurch er die Pläne von Team Rocket aufhalten konnte. Doch seitdem ist Giovanni auf eine Reise gegangen, um stärker zu werden, und seine Ansicht auf die Welt haben sich auch etwas verändert. Er hat nämlich tatsächlich auch Rot aus dem Eis Gefängnis befreit, weswegen dieser auch auf die Kamininsel kommen konnte und den anderen beim Kampf gegen die Top 4 helfen konnte. Und bei seiner Rückkehr führte auch sein Kampf gegen Bruno fort, welcher zuvor noch gegen Major Bob gekämpft hat. Aber dieses Mal kann Rot ohne Eingriffe von außerhalb den Kampf für sich entscheiden. Allerdings gehörte das alles auch zum Plan von Siegfried. Zuvor hat Team Rocket nämlich eine Maschine benutzt, mit der es die Kraft der Orden nutzen kann, um Zapdos, Arktos und auch Lavados zu verschmelzen. Und so etwas ähnliches hat Siegfried jetzt auch vor. Doch damals hat Team Rocket nicht den 8. Orden von Giovanni benutzt. Doch Siegfried hat die gesamte Insel umfunktioniert, wodurch die gesamte Insel jetzt so funktioniert wie diese Maschine. Denn Giovanni hatte den letzten Orden dabei, den er für sein Vorhaben brauchte. Und mit Giovanni im Zentrum kann er die Maschine nutzen, um ein legendäres Pokémon zu beschwören, mit dem er nun die Menschen auslöschen möchte. Dieses Pokémon kann man nie richtig zu Gesicht, doch an der Silhouette erkennt man, dass es sich dabei vermutlich um Lugia handelt. Doch bevor Siegfried sein Ziel erreichen kann, erscheinen Rot, Grün und auch Blau, um Gelb im Kampf beizustehen. Sie nutzen die Kräfte von Bisaflor, Gluak und auch Turtok, um Pikachu mehr Kraft zu geben, damit dieses Siegfried ein für alle Mal besiegen kann. Und dadurch werden die Kräfte des legendären Pokémon über die gesamte Region verteilt. Wodurch die Schäden, die die Top 4 in der Region angerichtet haben, langsam aber sicher behoben werden. Aber das ist natürlich nicht das letzte Mal, dass wir die Top 4 aus Kanto im Laufe des Mangas sehen werden. Alle Mitglieder, abgesehen von Agathe, kommen auch im Gold- und Silberteil des Mangas vor. Doch nun bilden sie halt nicht mehr den Hauptfokus in Form von Antagonisten. Und zum Teil stehen sie sogar auf der Seite der Guten. Und ja, genau wie in den Gold- und Silber-Spielen, sind auch Koga und Bruno im Gold- und Silber-Manga Teil der Top 4 geworden. Ich finde den Ansatz der Top 4 im Manga einfach extrem interessant. Genauso wie bei einigen Arenaleitern zuvor, hat man diese einfach zu Bösewichten umgewandelt, wodurch die Handlung eine komplett andere Wendung annimmt. Und wenn ihr mich fragt, eindeutig zum Besseren. Ehrlich gesagt fände ich sogar sehr interessant, wenn wir ein Spiel hätten, wo die Top 4 die Bösewichte sind. Ja, wir haben immer wieder Bösewicht-Teams in den Spielen, aber was, wenn die Hauptbösewichte wirklich das finale Ziel sind? Sowas ähnliches hatten wir ja fast schon in Schwarz und Weiß, wo am Ende Geziz der Gegner in der Pokémon-Liga war. Ja, man konnte die Liga nochmal machen und dann konnte man auch gegen Lauro antreten, aber beim allerersten Mal durchspielen war Geziz der Endgegner. So oder so sind die Kanto-Top 4 im Manga wesentlich interessanter als in jedem Spiel. Und wenn ihr mich fragt, könnten sich moderne Pokémon-Spiele auch sehr gerne mal ein Beispiel am Pokémon-Manga und gerade an dieser Form der Top 4 nehmen.